Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es den dritten Teil meiner angefangenen Reihen. Ich verlinke euch Teil 1 und 2 hier unter dem i. Und ich denke, wir legen direkt los, weil alles andere habe ich eigentlich schon in vorangegangenen Videos erklärt. Wir befinden uns im Farbbereich dunkelgrün bis schwarz. Das heißt, es sind so die letzten. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen einfach mal an. Wow, ich glaube, das war das kürzeste Intro überhaupt. Ich glaube, dafür habe ich einen kurzen Applaus verdient. Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Ich rede doch nur meistens so viel vor den Videos. Und bevor das jetzt wieder passiert, hier das erste Buch. Und zwar ist das Belial Götterkrieg aus den Isara-Chroniken. Um dieses Buch lesen und nachvollziehen zu können, also gut in die Welt reinzukommen, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, dass ihr Isara Band 1 bis 4 lest und danach eben erst Belial. Dieser Band von Belial spielt vor den Isara-Büchern und es gibt jetzt dann noch einen zweiten Band, der sollte jetzt im Herbst erscheinen. Allerdings erscheint er erst im Taschenbuch und dann erst im Hardcover. Und der sollte jetzt im Herbst rauskommen. Also, der zweite Band zu Belial spielt zeitlich gesehen nach der Isara-Chronik, also nach der Isara-Tetralogie und erscheint also auch erst im Taschenbuch, wie alle anderen Bücher von Isara auch. Genau, das heißt, ich zum Beispiel werde noch ein bisschen warten. Vielleicht hole ich mir vorher das E-Book, das weiß ich aber noch nicht so ganz genau. Und ja, weil ich möchte das gern halt passend zur Reihe haben. Kleiner Spoiler, es wird wahrscheinlich auf dem Cover der Rest der Personen zu sehen sein, so wie bei Isara auch. Genau, deswegen sage ich auch nicht so viel zum Inhalt, weil das eben ein Prequel ist und das andere ist ein Sequel, wie wir in meinem Begriffe zu Booktube gelernt haben. Auch das verlinke ich euch gerne mal unterm i, falls ihr da vorbeischauen wollt. Auf jeden Fall, Julia Dippel ist immer empfehlenswert, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, wir sprechen hier von Julia Dippel. Dann habe ich angefangen als Reihe die Sieben Königreiche, heißt das, glaube ich, wenn ich das, ist das richtig? Ich weiß es nicht genau. Hier steht es nicht. Ich glaube schon. Also, es gibt die Beschenkte, die Flammende, die Königliche und dann gibt es die Wahrhaftige, genau. Die Beschenkte hat mir richtig, richtig gut gefallen, war eins meiner liebsten Bücher dieses Jahr bisher. Wurde aber leider überschattet von Die Flammende, weil Die Flammende fand ich gar nicht so toll. Und das hat mich gar nicht angesprochen. Das fand ich sehr kompliziert. Es war sehr schwer reinzukommen, in die Welt einzutauchen. Lag mir persönlich gar nicht. Ja, ich bin mal gespannt, wie es mit Die Königliche weitergeht. Vielleicht ist das wieder eher meine Welt. Mal sehen. Aber Die Beschenkte ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Das mochte ich wirklich richtig, richtig gerne. Dann haben wir ein Buch, da traue ich mich irgendwie einfach nicht, das Ende zu lesen, weil dann irgendwie die tolle Welt zu Ende ist. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und zwar ist das Litersum von Lisa Rosenbecker. Ja, ich mochte den ersten Band super, super gerne. Der zweite hat mich ein wenig die Cola gestört und alle, die es gelesen haben, wissen, was ich mit der Cola meine. Vielleicht ist es im dritten Band nicht so schlimm. Wobei es im dritten Jahr auch um den Herbst geht. Ich glaube, es geht um Pumpkin Spice Latte, die Protagonistin gerne trinkt. Vielleicht ist das dann jetzt mal der Anreiz, das jetzt mal zu lesen. Herrgott, noch eins. Genau. Um was geht es in den Büchern? In den Büchern geht es um eine Welt, die verknüpft ist mit der Buchwelt. Das heißt, es gibt Menschen, die in die Buchwelt reisen können. Das geht aber nur dann, wenn sie entweder aus der Buchwelt sind, dann können sie die Buchwelt verlassen, beziehungsweise das ging, ich glaube, das geht jetzt nicht mehr so einfach. Und den Kindern der Menschen und der Buchweltbewohner, die dürfen das, ist das ein korrekter Satz? Also es gibt wie Malu zum Beispiel Personen, die zur einen Seite einen echten Elternteil haben und einen buchigen Elternteil. Und je nachdem der Konstellation, also Protagonist oder Antagonist, männlich oder weiblich, je nachdem entstehen Kinder mit magischen Fähigkeiten in Bezug auf diese Buchwelt. Und Malu ist so jemand. Malu hat die Anti-Musen-Kuss-Fähigkeit, denn ihre Mutter lebt mit ihr in London und ihr Vater ist ein Antagonist der Buchwelt. So viel nur ganz kurz zur Erklärung, deswegen ist sie eine Antimuse.
was es noch für Kinder gibt und wie das Ganze mit der Geschichte in dem Buch zu tun hat und warum ich es so liebe, müsst ihr selber lesen. Was ich hier halt besonders schön fand, es hat einen leichten New Adult Touch, es hat Fantasy-Elemente, dadurch, dass man eben in diese Buchwelten reisen kann, und es gibt einen kleinen Kriminalfall, denn es gibt ein paar Morde, die aufgelöst werden müssen. Und das passiert hier. Und außerdem hat das Buch eine Katze auf dem Cover. Also muss man es auf jeden Fall lesen. Also nein, die Reihe ist wirklich eine Herzensempfehlung. Ich mag die wirklich sehr gerne. Und ich finde es schade, dass die so ein bisschen unbekannt ist. Deswegen guckt euch Litersum auf jeden Fall gerne nochmal an. Das nächste ist eine Reihe, die ich hoffentlich, wenn dieses Video online geht, schon beendet haben werde. Da ich es aber zum jetzigen Stand, wenn ich dieses Video drehe, nicht habe, müsst ihr es euch noch mit angucken. Und zwar spreche ich von Zepter aus Licht, das ist der erste Band der Atlantis-Chroniken. Den zweiten Teil, der Ring aus Feuer, den habe ich schon gelesen. Und der letzte ist, Moment, Krone aus Asche, befindet sich aktuell noch im angefangenen Zustand. Das heißt, da habe ich schon, ich glaube, das erste Drittel ungefähr gelesen. Was soll ich sagen? Also den ersten Band habe ich abgöttisch geliebt. Den zweiten habe ich etwas kritischer gesehen. Den dritten finde ich jetzt schon wieder etwas besser. Das Ganze spielt ja in der heutigen Zeit. Es geht um eine Feritari, die quasi mit ihrem Bruder, der schwer krank ist, Gegenstände sucht. Alte Gegenstände, größtenteils aus dem alten Ägypten. Und die quasi dann zurückbringt. Entweder an die Museen, an die ursprünglichen Besitzer oder. Und ich fand im ersten Buch eigentlich mal ganz schön, dass sie sich etwas erwachsener verhalten hat. Das ist im zweiten Band leider nicht so. Mehr dazu seht ihr aber in meinem Lesemonat August, da werde ich dann näher drauf eingehen. Genau, und es ist dann so, dass sie eines Tages von Azrael angesprochen wird. Azrael ist ein Engel, der eben von Atlantis stammt. Atlantis ist ja bekanntlicherweise untergegangen. Und er versucht eben, das Zepter aus Licht wiederzufinden. Das ist eine der drei Insignien, die man braucht, um Atlantis wieder hervorzuholen oder halt wieder aufsteigen zu lassen. Genau, und er schließt, er bietet ihr ein Tauschgeschäft an. Sie sucht das Zepter und er schenkt dafür dem Bruder die Gesundheit. Ob das so funktioniert, ob Taris, also Neferitari wird Taris genannt, das Zepter aus Licht findet und was mit Taris Bruder passiert, müsst ihr drin selber lesen. Mir hat es wirklich, der erste Band war für mich wirklich ein absolutes Highlight. Der zweite ist so ein bisschen, vielleicht liegt es aber auch einfach an meinem veränderten Lesegeschmack ein bisschen. Ich stelle das schon immer wieder fest, dass dieses jugendliche Drama um die Liebe, nenne ich es jetzt einfach mal ganz oberflächlich, mir einfach sehr auf den Keks geht. Und ich glaube, dass das da auch das Problem ist. Aber lest es selber, werft selber einen Blick drauf. Den ersten kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eine Reihe, die ich ebenfalls schon relativ lange angefangen habe, aber bisher noch nicht weitergelesen habe, warum kann ich nicht so richtig sagen, ist Wie Mond ist so silbern von Marissa Meyer. Das ist der erste Band. Es sind insgesamt 4 Bände im Deutschen erschienen. Ich habe noch keinen weiteren gelesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier möchte ich eigentlich gar nicht so viel zum Inhalt sagen, weil A, schon ganz viele dieser Reihe kennen und B, ich es eigentlich ganz gut finde, wenn man sich so ein bisschen reinfallen lassen kann. Also man kann dazu sagen, dass das eine Dystopie ist, die sich auch um Cyborgs dreht. Also es hat auch so einen leichten Sci-Fi-Charakter. Es geht auch darum, dass die Mond bewohnt wird. Weißt du, da wohnen welche? Also dass der Mond bewohnt ist. Allerdings eben nicht von Menschen. Und es sind immer Märchenadaptionen. Also Wie Monde so silbern ist eine Cinderella-Adaption. Es gibt dann eben noch Wie Blut so rot. Das sollte Rotkäppchen sein. Und dann gibt es noch Wie Sterne so golden. Das ist, glaube ich, Sterntaler. Und Wie Schnee so weiß. Ich glaube, das ist Schneeweißchen und Rosenrot. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder Schneewittchen. So in die Richtung. Auf jeden Fall war der erste Band toll. Ich weiß nicht, warum ich weiter nicht weitergelesen habe. Also es gibt dafür keine Begründung. Blood and Ash von Jennifer L. Armentrout wurde mir ja wärmstens empfohlen von ganz vielen. Und es war ja auch der absolute Hype um dieses Buch. Und ich dachte erst so, nee, das ist nicht meins. Ich mag Jennifer L. Armentrout gar nicht so, so doll. Also es ist jetzt nicht so meine Favorite-Autorin wie bei vielen anderen. Und es ist ja auch völlig gerechtfertigt, wenn das bei anderen so ist.
Und dann hatte ich dieses Buch in einem Blind Date gekauft, als ich letztes Jahr bei Lina im Urlaub war, beziehungsweise sie besucht habe. Und dann war dieses Buch drin. Und oh Wunder, was soll ich sagen? Gott sei Dank war dieses Buch da drin, weil sonst hätte ich dieses Buch nie, 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 niemals gelesen. Und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es ist eins meiner Highlights. Ich mochte es richtig gerne. Es geht um Poppy. Poppy ist eine Auserwählte, die immer verschleiert sein muss. Und eines Tages bekommt sie Hawk als ihren neuen Leibwächter. Und was sie nicht ahnt, ist, dass das alles auf den Kopf stellt. Alles, was ihr bisher gesagt wurde, ändert sich. Und man taucht hier ein in eine Welt, die wirklich grandios ist. Also mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Ich habe noch nicht weitergelesen, weil ich das gemeinsam mit Lea machen möchte. Lea ist eine sehr gute Freundin, die unter dem Namen Lea Madeleine Books auf Instagram bloggt. Das ist wahrscheinlich ein Name, dem ihr, wenn ihr mir schon länger folgt, häufiger mal drüber gestolpert seid. Und ihr seht sie auch zum Beispiel in meinem Bookshopping Queen Video, falls ihr da mal vorbeigucken wollt. Genau. Aber die Bücher kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Und es ist doch die erste, es ist eine Trilogie und dann geht es, glaube ich, danach nochmal mit einer anderen Trilogie weiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Falls ihr es besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. Das ist auch der Grund, warum man sie, glaube ich, gerade theoretisch gar nicht beenden könnte. Also 1 bis 3 ist erschienen und es gibt jetzt den vierter Band, der entweder jetzt im September oder nächstes Frühjahr erscheint. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Der dunkle Schwarm von Marie Grashoff. Ich weiß nicht, den fand ich damals richtig gut, aber jetzt finde ich ihn gar nicht mehr so toll im Nachgang betrachtet. Also ich fand Neon Birds viel, viel besser. Es geht darum, dass Menschen sich über Implantate miteinander verbinden können und unterschiedlichen Schwärmen oder halt Gruppen angehören. Dann ist es so, dass plötzlich ganze Schwärme ausgelöscht werden. Genau, es sind irgendwelche Hyperlinks oder Implantate, die einem eingebaut werden. Die nennen sich Hive Minds. Es spielt auch 2100. Ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen und ich weiß auch gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Das spricht jetzt nicht unbedingt für dieses Buch. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich weiterlesen werde. Also es gibt einen zweiten Band, der jetzt erst wieder auf Audible erscheint und dann, glaube ich, bei Lübbe, weil das Ganze ist schon so gemacht, dass es quasi als Hörspiel, nein, Hörspiel ist übertrieben, aber als ja, zu hören ist. Es ist auch nach Folgen sortiert. Wie gesagt, der erscheint jetzt der zweite Teil auf Audible. Ich habe es gelesen. Ich fand es nicht schlecht, aber ich kann mich wirklich an nicht mehr viel erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Das heißt, spricht jetzt wirklich nicht so fürs Buch. Naja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu Der Schwarm von Marie Grashoff in die Kommentare schreiben. Und zu guter Letzt haben wir ein heiß umstrittenes Buch und zwar Crave von Tracy Wolff. Da habe ich Band 1 und 2 gelesen. Band 3 erscheint jetzt, glaube ich, im September oder Oktober. Hat mir gut gefallen. Zumindest, also mir haben beide gut gefallen. Im Nachgang betrachtet muss ich schon sagen, dass ich die kritischen Stimmen verstehe. Definitiv. Aber ich mochte es trotzdem einfach. Ja, dazu habe ich schon mal in einem anderen Video relativ viel gesagt. Ah, in meinem Internatsvideos, also in meinem Video, in dem ich über Internatsgeschichten spreche. Das verlinke ich euch auch nochmal hier unter dem i. Da könnt ihr nochmal vorbeigucken, falls euch zu dem Buch genaueres interessiert. Genau, und das war auch das letzte Buch von meinen angefangenen Reihen. Jupp. Ja, ich. Irgendwie bin ich heute wirklich durch. Es tut mir total leid. Ich bin irgendwie total. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu den Büchern zu sagen habt, wie ihr sie fandet, falls ihr sie schon gelesen habt, welche Reihen ich vielleicht schneller weiterlesen sollte und welche ihr jetzt nicht so verfolgen würdet oder wo ihr sagt, Alisa, das kannst du auch abbrechen, das ist gar nicht so der Knüller. Genau, und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen da lasst, also einen Daumen nach oben. Einen Daumen nach unten finde ich jetzt nicht so schön, aber wenn das eure Meinung ist, dann auch gerne das. Genau, und dann fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Video. Ciao, ihr Lieben.